Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf einer nordfriesischen Marsch, Vierfach-Map ohne Gräben in der Version 1.4. Ja, was liegt heute an? Heute ist Wochenende und was können wir da Schönes machen? Wir können Ballen sammeln, Strohballen. Nein, Quatsch, ich ärgere euch nur. Ich habe 1500 Ballen in den Folgen gesammelt, wo ihr dabei wart. Die restlichen Ballen, geschätzt nochmal, würde ich sagen, 800 habe ich gesammelt, während ihr nicht mehr dabei wart. Und damit ich euch hier nicht noch irgendwie eine Woche lang mit Ballen sammeln auf den Keks gehen muss. Wir machen erstmal von der Ernte hier alles sauber. Wir haben die Fahrzeuge einfach nur hier stehen lassen. Einige stehen noch auf dem Feld. Wir sind auch noch dabei, Zuckerrüben zu ernten. Und dann fangen wir an. Also wir bringen erstmal die ganze Flotte zurück in den Stall oder in die Halle. Und wenn wir das gemacht haben, wenn die alle sauber sind und zurück sind, dann kümmern wir uns darum, dass die Felder neu angesät werden. Vielleicht kaufen wir auch noch ein Feld. Mal gucken, was sich da so, was da so im Angebot ist. Und wenn die Felder in Bearbeitung sind, wenn die schön angesät werden, dann kümmern wir uns darum, dass die Produktionen laufen. Weil das muss ja auch passieren. Aber wie gesagt, erstmal räumen wir auf und machen sauber hier. Ja, das muss ja auch sein. Vielen Dank, dass ihr durchgehalten habt mit den Ballen sammeln. Das war mit Sicherheit langweilig, denke ich mal zum Teil. Ja. Ist aber jetzt erstmal vorbei. Stroh sammeln, Strohballen werden wir jetzt erstmal lange nicht mehr sammeln. Hier hat so jemand schön in die Kommentare geschrieben, das reicht nicht nur bis LS19, das reicht auch bis LS2022 oder so. Ja, schauen wir mal, wie lange das denn reicht. So, das Gespann ist sauber. Gehen wir hier mal zum Drescher, machen den mal sauber, der sieht ja auch aus wie Sau. Ja, der geht ja zum Glück relativ schnell sauber, der war ja auch nicht so mega dreckig. Aber... ja. Schneidwerk. Das sieht auch cool aus, ne? Geht. Weil. Ja. So. Will ich Waschi-Waschi machen? Ich bin ein Klaas. Nein, auf jeden Fall. Kann man so nicht sagen. Doch, kann man so sagen. Sollen wir gleich mal gucken, wo wir denn die Schneidwerke hinstellen? Wenn wir es rückwärts einparken, ist ja noch nicht so super. Das kann ich so ohne Hilfe nicht und mit dem Schneidwerkswagen scheint der Trailer Assist nicht zu funktionieren. So, schön sauber. So. Jo. Können wir jetzt hier erstmal aufräumen und dann die anderen Fahrzeuge alle holen. Dann stellen wir die Presse hin. Mal schön hier neben die Quaderballenpresse stellen, die wir ja eigentlich gar nicht mehr brauchen. Meine andere Ultima, die zweite, die ich habe, die ja.
Die habe ich ja unten beim Rinderhof stehen und lasse sie auch da, weil wir die da Sicherheit nochmal brauchen für Gras- und Silageballen. Ja, wir müssen also auch nochmal wieder Ballen pressen, aber das wird eben komplett autonom wahrscheinlich laufen, weil ich dann einfach die Presse wieder direkt hinten an an den Big M hängen. Und dann muss ich die Ballen nur einsammeln und ins Lager bringen, aber auch das kriegen wir hin. Ich habe übrigens noch hier verschiedene Lager gebaut. Jetzt in den letzten Folgen. Aber das kann ich euch alles später zeigen. So. Man sieht es vielleicht, ich habe hier vorne ein Lager gebaut. Das ist voll mit Strohballen. Oh, ja, das ist eigentlich das einzige Lager, was ich noch gebaut habe. Alle anderen Lager hatte ich ja schon. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ja, mit Deichsel nicht so der Rückwärtsfahrer, ne? Muss ich ja leider zugeben. Etwas außer Übung. Und durch Trailer Assist, was ich sonst immer benutzt habe, wurde das nicht besser. Sagen wir es mal so. Aber mit diesem Anhänger hier funktioniert Trailer Assist nicht so wirklich. Wenn ich es einschalte. Oder? Funktioniert mal gar nicht mit denen hier. Also ziehen wir den erstmal vor. Wo hängen wir jetzt? Das war mal ein Satz mit X. Wir fahren einmal rum. Stellen, weil wir faul sind und das nicht können, stelle ich die Schneidwerke einfach hier ab. Schneidwerk 1. Nur gucken, wo wir Schneidwerk 3 hinstellen. Ja, ich weiß, das war nicht Schneidwerk 1, das war Schneidwerk 2 oder wie auch immer. Ist auch egal. Wir müssen jetzt erstmal hier den Drescher wegbringen. Da sind wir. Steigen. Erstmal räumen wir hier alles auf, damit es hier erstmal schön in Ordnung ist. Und dann können wir uns Gedanken machen, was wir als nächstes tun. In der nächsten Folge dann. Oder in der übernächsten. Gucken. Auf jeden Fall sammeln wir keine Ballen mehr. Doch schon mal schön, oder? Ist das nicht schön? Ja, das ist nicht schön. Gehängt. Ups. Oh, ich ganz besoffen hier, ne? Erstmal hier schön Ordnung schaffen. So, wo haben wir denn hier nichts? Ach, guck mal hier.
die arbeiten da schön zusammen. Das funktioniert doch wunderbar. Wir müssen uns gar nicht drüber ärgern. Oh. Den lassen wir dem mal folgen. Und fahren damit dann mal zum Hof. Können wir den hier auch gleich tanken, stellen wir den ganz weit rüber, dass wir mit an die Zapfsäule kommen. Und ein schönes Hopfenfeld. Ready to Ernte. Da brauchen wir aber jetzt nicht. So. Da hinten liegt immer noch meine Palette im Weg. Ja, so ist das. Und einmal hier rum. Und er tankt auf. Sehr schön. Achso, Quatsch. Der hat noch Raps drin. Ich fährt weich. Wo ist mein Abfahrer? Mein Abfahrer fährt da drüben Rüben ab. Geht gar nicht. Da muss ich den erstmal hier stehen lassen. Mist. Ja gut, dann ist der da. Der ist da. Ja, dann gehen wir erstmal hier raus und machen die beiden dann sauber. Jetzt hier alles nix. Der hier sieht ja sogar noch recht sauber aus. Aber das ist ja auch schön, dann ist ja gar nicht mehr so viel unterwegs. Wobei, ja, ein bisschen was fehlt nach den Fahrzeugen, aber mal gucken, wie die so rumstehen. Hat überhaupt kein Frontgewicht, das habe ich mal irgendwann in irgendeiner Folge vor vielen, vielen Monaten irgendwo auf dem Feld verloren. Nicht irgendwo im Graben oder in einer Ecke oder so. Oh, guck mal. Ja, sieht schick aus. Das ist doch schön.
Druck. Schön sauber. Achso, ja, ich kann nicht weiter weg hier. Mit dem Schlauch hier drin. Ja. Ist ja richtig. Komme ich hier gar nicht hin, um da hinten mein Schneidwerk sauber zu machen, oder wie? Da komme ich noch hin. Das ist doch wunderbärchen. Ist das Dreck oder ist das einfach nur eine schlechte Textur da drauf? Ja, wunderbar. Der ist sauber. So. Und wenn ich auf die Uhr gucke, kann ich euch sagen, das war's für heute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugeguckt habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich mal nicht am Ballen sammeln bin. Das wird sich jetzt mit den Strohballen auch erstmal erledigt haben auf absehbare Zeit. Wie gesagt, Gras- und Silageballen müssen wir irgendwann nochmal machen, aber im Moment nicht. Jetzt ist erstmal dran, dass wir hier aufräumen auf dem Hof und dass wir Felder ansehen und dass wir dann auch die Produktionen in Gang bringen und in Gang halten und gucken. Wir müssen Paletten verteilen und so weiter. Wir müssen Getreide zur Brauerei bringen und noch zur Mühle und was weiß ich nicht alles. Also es wird nicht langweilig und ich fahre mir hier wieder einen Wolf. Als ob ich noch nie... Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar, abonniert mich, würde mich freuen. Ich bin übrigens jetzt auch auf Facebook zu finden. Auch da würde ich mich über einen Kommentar oder ein Like freuen. Und ja, was soll ich da jetzt noch zu sagen? Hab alles gesagt. Ja, mein Video, was ich gemacht habe zum Thema wir bauen uns ein Palettenlager, was gestern Abend veröffentlicht wurde, scheint ja auch gut anzukommen. Schön, wenn ich euch da helfen kann. Und ja, in diesem Sinne sag ich dann mal, ciao!